Hallo, mein Name ist Manfredo Zimmermann. Und mein Name ist Felicitas von Schierstedt. In unserem vorherigen Video zur Körperhaltung haben wir erläutert, wie man eine gute Basis für das Musizieren finden kann. Heute geht es darum, wie das Instrument grundsätzlich gehalten wird, was man bei Hand-, Finger-, Mund- und Lippenhaltung beachten sollte. Grundsätzlich wird die Flöte auf dem rechten Daumen und der Unterlippe balanciert. Um die passende Position für den rechten Daumen zu finden, gibt es eine sehr schöne Übung. Man hält dabei die Flöte horizontal mit der linken Hand vor sich. Nun legt man den Zeige- und den Ringfinger der rechten Hand auf die dazugehörigen Löcher. Das Handgelenk hat dabei keinen Knick. Dann folgt der Daumen. Anschließend dreht man das Instrument in die Vertikale vor sich hin und balanciert es auf dem rechten Daumen und der Unterlippe. Gerade am Anfang kann es hilfreich sein, sich die Position des rechten Daumens mit Hilfe eines kleinen Aufklebers zu markieren. Das kann zum Beispiel die raue Seite von einem Klettband sein. Es gibt eine gute Nachricht. Die Hand- und Fingerhaltung beim Blockflötenspiel entspricht der von Natur aus gegebenen natürlichen Haltung. Nur manchmal sind wir so verspannt, dass wir diese Haltung ein wenig verloren haben. Folgende Übungen können dir helfen, eine entspannte Handhaltung wiederzufinden. Lass deine Arme und Schultern locker am Körper herabhängen. Schüttel deine Arme und lass die Bewegung ausschwingen. Wenn du nun deine Hände beobachtest, kannst du erkennen, dass deine Finger leicht nach innen gebogen sind. Und das ist auch richtig so, genauso soll es sein. Nimm nun das Instrument zur Hand und führe es vor deinen Körper. Ganz wichtig ist, die Flöte kommt immer zum Mund, nicht umgekehrt, weil sonst dein Kopf nach vorne über die Schultern hinausgeht und du keine gute Haltung hast. Es gibt eine gute Übung für die Sensibilisierung deiner Finger, sodass du die Löcher gut schließen kannst. Kreise mit jedem Finger um den Rand des dazugehörigen Tonloches. Benutze dafür nicht die Fingerspitze, sondern das etwas dahinterliegende Polster. Ziel ist es, die Löcher luftdicht abzuschließen, ohne zu viel Druck auszuüben. Um zu überprüfen, ob alle Löcher luftdicht abgeschlossen sind, kannst du folgende Übung machen. Setze dich auf einen Stuhl, nimm die Flöte ohne das Kopfstück, dann deckst du alle Löcher zu, auch das Schallloch unten, indem du nämlich die Flöte auf deinen Oberschenkel abstützt. Nun bläst du oben hinein und sofort wirst du feststellen, ob alle Löcher abgedichtet sind und nirgends Luft entweicht. Ein wichtiger Aspekt, der manchmal vergessen wird, ist die Rolle der Lippen. Die Lippen übernehmen keine Haltefunktion beim Spielen. Ideal ist die Form eines angedeuteten Kussmunds. Die Flöte ruht lediglich auf der entspannten Unterlippe und die Oberlippe legt sich entspannt um die Spitze des Schnabels. Wichtig ist auch die Position des Unterkiefers. Dieser sollte locker und entspannt sein. Die optimale Position findest du, wenn du einmal kurz zubeißt und anschließend sofort entspannst. Ja, wir hoffen, dass dir dieses Video etwas weitergeholfen hat und würden uns natürlich freuen, wenn du auch bei dem nächsten Video wieder dabei bist. Wenn du weitere Informationen zu unserem Schulwerk in C haben möchtest, es gibt nicht nur das Heft, sondern auch, was haben wir noch? Ein Begleitheft für Klavier oder Cembalo. Und Hörbeispiele als MP3s ganz zum Mitspielen. Viele. Genau. Also all das, die Infos dazu sind unter diesem Video verlinkt. Und dann sagen wir Tschüss und tschüss. Bis zum nächsten Mal.